Hallo, hier bin ich mal wieder und ich bin gespannt, ob ihr jetzt einen Unterschied hört. Ich arbeite jetzt mit einem externen Mikrofon und ich hoffe, dass man mich besser versteht. In Skype bin ich auch Quintino geritten. Das war das Pferd, was ich eigentlich genannt hatte und wir fangen mit der E-Dressur an. Ich habe mir vorgenommen, ruhiger zu reiten. Nachdem ich in Großkreiner sehr haxlig geritten bin oder er sehr haxlig gelaufen ist, wollte ich den Fokus auf Ruhe legen. Bin vorher mit ihm um das Viereck rumgelaufen, dass er sich alles angucken konnte. Er war aber schon auf dem Abreiteplatz sehr, sehr spannig und ist mir auch einmal rechts falsch angaloppiert und es war irgendwie alles stressig und ich war eh sehr unkonzentriert an dem Tag. Und so in etwa lief dann leider auch unsere Dressur. Also schon beim Einreiten hat er so ein bisschen Richtung Richter geglotzt. Ich habe versucht, mich da einfach nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern ja, in Ruhe reinzureiten. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Halten hat auch ganz gut geklappt, da hat er kurz den Kopf hochgenommen, ein bisschen geguckt, aber ist ja alles schick. Ja, jetzt hier beim Reiten auf die Richter war wieder unser typischer Fehler, da hat er so ein bisschen Schiss vor den Richtern, das war aber schon besser als im Großkreiner. Am Anfang hatte ich ihn eigentlich auch noch relativ gut bei mir, er läuft zwar wieder relativ flott, aber er ist halt nun mal einfach auch ein Pferd mit sehr viel Vorwärtsdrang. Ich konnte das aber relativ gut kontrollieren, ich konnte ihn auch gut an die Hand ranreiten. Mein Bein ist ja immer noch ein bisschen unruhig, aber ja, auf jeden Fall besser als im Großkreiner. Jetzt müssen wir hier durch die ganze Bahn wechseln und hinter uns, also hinter der Kamera, ist ja das Publikum. Und da war ein kleines Kind, was auf einer Bank rumgesprungen ist. Ist ja an sich nichts Schlimmes, aber Quintino hat da jetzt mal kurz geglotzt und sich erschrocken. Auch an sich überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe ihn ja sofort wieder rausgekriegt, aber ja, da war meine Konzentration dann natürlich auch weg und dann dachte ich, oh Gott, du musst ihn jetzt wieder ruhiger kriegen, ist jetzt rumgehüpft und habe ihn immer mehr aufgenommen vorne und versucht immer ruhiger zu kriegen, dadurch wurde er halt immer haxliger und immer spanniger und hat dann jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen geglotzt und dadurch kam ich auch so ein bisschen ins Hoppeln, weil er sich im Rücken relativ fest gemacht hat und konnte ihn nicht so gut sitzen, aber ja, ich habe mir gedacht, okay, versuche einfach locker zu bleiben, gut mitzuschwingen und ihn immer wieder an die Hand ranzureiten. Das hat auch eigentlich teilweise ganz gut geklappt. Hier wurde es jetzt wieder ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter, da kam er dann wieder besser zu mir und hat auch teilweise schon eine Anlehnung angeboten. Das war dann auf jeden Fall besser. Seht ihr immer, so ein paar Schritte kam er mir dann entgegen und wurde wieder lockerer. Jetzt hier das Angaloppieren war okay. Also ist er eigentlich auch schön losgaloppiert, wurde im Protokoll auch gelobt, dass er hier auch schön an die Hand rangetreten ist. Der Galopp war eigentlich auch auf der linken Hand soweit okay. Natürlich könnte er noch mehr bergauf galoppieren, aber soweit ist er einfach in der Ausbildungsskala noch nicht, dass der Galopp hier irgendwie perfekt bergauf ist. Von daher war ich hiermit eigentlich ganz zufrieden. Der Übergang hier war jetzt leider ein bisschen schludrig. Er hat einfach sehr lange gebraucht, um auf meine Hilfe zu reagieren. Da hätte ich früher durchparieren sollen, also früher mit den Paraden anfangen sollen. Aber ja, das weiß man halt vorher auch nicht. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, hier ist er mir im Trab wieder sehr zackelig geworden. Übrigens, zum Schritt war es nicht so schön. Da hat er wieder geglotzt, hat er sich wieder ein bisschen rausgezogen. Da habe ich mich aber versucht zu konzentrieren, dass ich ihn ein bisschen besser jetzt an die Hand ranreite, dass ich einfach nicht alles wegschmeiße im Schritt, sondern immer noch da bin und immer noch ihm anbiete, hier konzentriert zu bleiben. Ja, jetzt kommen wir auf die rechte Hand. Wie gesagt, schon auf dem Warmreiteplatz. Sind mir auf der rechten Hand immer falsch angaloppiert. Das ist eine Sache, die eigentlich nicht mehr passiert. Also eigentlich ist er mittlerweile in seiner Ausbildung so weit, dass Rechts- und Linksgalopp sicher sitzt, aber naja, der Wechsel war auch ein bisschen schlangenlinig geritten, aber gut. Das Antraben, ja, hat er sich kurz rausgehoben, dann hatte ich ihn aber gut bei mir und ich war schon in so einem Gedanken, dachte ich so, naja, gut. Guck mal, was er jetzt macht. Er fühlte sich immer noch sehr, sehr angespannt von oben an und sehr fest im Rücken. Und dann ist er mir im Außengalopp angaloppiert. Ich wollte ihn durchparieren, korrigieren und plötzlich hopste mein Pferd irgendwo in der Gegend rum. Ich war kurz so, okay, habe ihn dann aber einfach abgewendet, dafür habe ich natürlich 0,2 Pfiffer Reiten bekommen. Wieder angaloppiert, da hopste er dann nochmal rum im Außengalopp, wieder an, durchpariert, neu angaloppiert und dann bin ich weitergeritten. Ich muss sagen, ich war in diesem Moment sehr enttäuscht von ihm, denn bis jetzt war Quintino immer sehr, sehr zuverlässig, obwohl er ja noch sehr, sehr unerfahren ist. Und solche Aktionen wie das, was ja mehr so Gangstermanier ist, da rumzuhopsen, kannte ich gar nicht von ihm. Man darf aber nie vergessen, es ist ein unerfahrenes Pferd. Ich bin auch keine Profireiterin. Von daher, ja, war ich natürlich in dem Moment enttäuscht. Im Nachhinein kann man sehen, dass es einfach ein Rückschluss von zu viel Energie war, die ich zu wenig, ja, beruhigen konnte und zu wenig einwirken konnte, weshalb es dann dazu kam. Es war auch gar nicht schlimm. Wir hatten eine Grundnote von 6,1, die ich dem Ritt grundsätzlich sehr fair finde. Natürlich ein Abzug von 0,2 fürs Verreiten. Meine Endnote von 5,9 und wir waren irgendwo 13. oder so. Es sind hier auch ein paar schöne Bilder sogar rumgekommen. Jetzt hier im Galopp sieht man eben, was ich vorher schon angesprochen habe. Da muss noch mehr Bergauf-Tendenz hin, da muss noch eine aktivere Hinterhand hinkommen.
Ja, im Nachgang war ich eigentlich sogar relativ zufrieden. Man sah eine bessere Entwicklung als der Großteiner. Das Rumgehüpfe, das war halt echt ein bisschen Mist. Aber passiert den besten, in Anführungsstrichen. Ja, ihr seht auch hier, dass ich meine Hand immer noch sehr, sehr tief halte. Dann versuche ich zu arbeiten, dass meine Schulter nicht so nach vorne kippen. Da muss ich die Hand einfach deutlich höher nehmen. Ansonsten bin ich aber hier mit dem Grundsitz schon zufriedener als den Großkeiner. Ja, da kam es nicht mehr so dazu, dass ich so in der Hüfte gekippt bin. Dadurch hatte er nicht so die Möglichkeit, mehr auf dem Zirkel zu driften. Also ich finde, man sieht eine Entwicklung. Das ist übrigens mein Lieblingsbild. Das ist mein Profilbild gerade bei WhatsApp. Aber da ist noch Luft nach oben. Und ich denke, diese Luft werden wir auch gut nutzen und müssen wir auch gut nutzen, denn ja, hier läuft er echt ziemlich gut. Also wenn er so immer laufen würde, dann wäre ich sehr glücklich. Aber ja, er ist einfach noch sehr unerfahren und denkt, was kommt. So, ach, hier haben wir noch ein Galoppbild. Weiter ging es dann jetzt mit dem E-Springen. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts erwartet, denn ihr wisst ja schon aus dem Polyvideo, dass es einen Berg hochging. Dann kam eine Kombination und am Ende war eine Trippelbarre. Und unser letztes E-Springen war ja in Oldesleben und es war jetzt nicht so überragend. Da fehlte einfach der Druck nach vorne, weshalb ich mir so dachte, ich erwarte nichts. Aber ihr seht schon hier in dem Video, er war einfach Bombe. Ich habe wirklich gar nichts erwartet. Er war schon auf dem Warmreiteplatz, war er super an. Er hat sich super reiten lassen. Er ist bei mir geblieben, er ist mir nicht weggerannt. Er hat aber auch nicht geschlafen. Und ich hatte einfach richtig Bock, da reinzureiten und dachte mir, wir gucken mal, wie es so klappt. Ich hatte mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich wollte den Berg gerne im Trab reiten mit ihm. Ja, bei der Kombination, naja. Also ich habe mir gedacht, wir versuchen einfach mal null zu bleiben. Ich habe mir keine großen Illusionen gemacht, weil, wie gesagt, ich fand den Parcours sehr anspruchsvoll für ein E-Springen, vor allem auf dem Stand, auf dem Contino gerade ist. Aber ich dachte mir, ja, wir versuchen das einfach mal und wie das geklappt hat, das könnt ihr dann jetzt gleich sehen. So, als erstes bin ich reingeritten zum Grüßen. Ich bin da nochmal um so einen Sprung rumgeritten vorher, damit ich es angucken kann, denn der Platz sah jetzt ja doch ein bisschen anders aus. Dann bin ich da auch nochmal so eine Volte rumgetrabt, dass ich wirklich erstmal Ruhe reinkriege, dass er nicht wieder so spannig war wie in der Dressur, aber er war viel entspannter. Dann ist er mir jetzt einmal leider im Außengalopp angaloppiert, habe ich kurz korrigiert. Und dann bin ich einfach fresh losgaloppiert. Ich habe geschaut, dass ich hier zum ersten Kreuz so ein bisschen Druck mache, dass er einfach drüber springt. Und dann habe ich gemerkt, dass er echt gut unterwegs ist, dass er Luft war und habe den Fluss einfach gleich mitgenommen zu 2. Da kam er ein bisschen dicht, aber überhaupt nicht schlimm. Dann habe ich geguckt, dass ich ihn jetzt zu 3 wieder ein bisschen schließe, dass ich den langen Weg rumreite, einfach wieder so ein bisschen Kontrolle reinkriege. Da hat er wegen des Menschen kurz ein bisschen geguckt. Den ist ein bisschen schräg nach außen gesprungen. Auch hier habe ich mich wieder reingesetzt, geschaut, dass ich jetzt den Galopp wirklich kontrolliere, dass ich hier gut durchkomme. Hat auch richtig gut geklappt. So Sprung 4 wieder schön losgezogen. Jetzt den Berg hoch habe ich jetzt im Trab durchpariert. Den Gangster ist mir da ja letztes Jahr seitlich runtergesprungen. Das wollte ich nicht riskieren. Und ja, dann kam die Kombination. Das war echt schwierig, denn dadurch, dass ich im Trab gekommen bin, musste ich dann sofort losgaloppieren und rüber. Und Quintinos Motivation war so, nee. Ich wusste aber, dass er das aus dem Stand kann. Und ich wollte null bleiben. Deshalb habe ich mir so gedacht, hab, okay, let's do this. Und er hat das so mega cool gemacht. Ich habe ihn natürlich erstmal richtig dolle jetzt gelobt, weil das einfach cool von ihm war, dass er das aus dem Stand gesprungen ist. Hätte er nicht machen müssen, hat er gut gemacht. Die 7 kam auch gut. Und jetzt kommen wir dann zur 8, wo er sich eben so dolle übersprungen hat. Man sieht natürlich, dass er noch nicht der Po im Springen ist. Er fällt mir oftmals noch auseinander. Er fällt auch oftmals noch auf die Vorhand. Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber ich war super happy, dass er das so gut gemacht hat an dem Tag. Wir kamen dann ins Stechen. Es war das erste Mal, dass ich ihm 95 Zentimeter gesprungen bin. Die Kombination war raus und ich wollte einfach nur durchkommen. Also mir war es auch vollkommen egal. Ich wusste, alle, die im Stechen sind, werden platziert. Ich wollte einfach nur durchkommen und habe versucht, dass ich ihm einfach schön viel Sicherheit gebe, dass ich schön drin sitze, dass ich ihn versuche, passend an die Sprünge ranzureiten. Das hat richtig gut geklappt und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur gegrinst, weil er war so an und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Hier die Ecke, die war ein bisschen blöd getroffen. Kurz wieder gesammelt, den Kreuzgalopp korrigiert, bevor es dann zu 4 rumging. Sips, den Berg haben wir diesmal dann auch im Galopp gemacht. Ich wusste ja, dass das schon klappt, weil wir den ja vorher schon mal gegangen sind. Deswegen konnten wir den jetzt, also da oben bin ich einmal kurz im Trab drüber und dann wieder angaloppiert und wieder runter. Es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Er war einfach richtig gut drauf. Ja, hier haben wir uns mal kurz. Er wollte den blauen, den wollte ich aber nicht. Den wollte ich erst danach. Es war einfach Spaß. Es war einfach, ja, es war einfach Spaß. Also ich meine, klar, ihr könnt hier natürlich Millionen Kritikpunkte finden, die wir noch verbessern müssen. Und das ist auch einfach definitiv so. Aber er hatte Spaß, ich hatte Spaß. Hier hat er mir gerade ein bisschen den Hintern gerettet. Und ich finde, das ist so das Wichtigste in dem Sport. Dass da Luft nach oben ist, ist es definitiv. Ich meine, es ist ein E-Springen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn man sich Oldesleben anguckt und Salzmünde anguckt, ist das eine krasse Entwicklung. Und ich hoffe, dass wir da in Sangerhausen auch anknüpfen können.
Als letztes bin ich mit ihm noch. Ach so, ich bin Vierte mit ihm geworden. Vierte. Richtig cool, wir sind ja Null geblieben, aber wir waren relativ langsam unterwegs. Damit bin ich noch Vierte geworden. Also unsere erste Platzierung im E-Schwing. Sehr, sehr cool. Als letztes bin ich mit ihm das Jump'n'Run geritten. Ich hatte echt überlegt, es zu streichen, aber mein Freund ist extra deshalb mitgekommen, damit er mit der Schubkarre so schnell wie möglich rennen konnte. Und wir konnten uns auch hier am Ende den zweiten Platz sichern. Was mich sehr gefreut hat. Leider konnte es keiner filmen oder hat es keiner gefilmt. Das haben irgendwie alle verpennen. So, am Ende möchte ich noch einmal Danke an diesen coolen Verein sagen. Ich muss sagen, wir waren letztes Jahr das erste Mal in Skaidbar, weil wir durch Zufall davon mitbekommen haben, von dem Reitertag, und fanden es damals schon echt cool gemacht. Die überlegen sich immer echt coole Sachen, und auch mit dem Geschicklichkeitswettbewerb und mit dem E-Springen. Es ist klar relativ schwierig alles, also vor allem jetzt, wenn ich an das E-Springen denke, ich finde, von E-Springen ist es sehr anspruchsvoll, aber es ist irgendwie einfach cool und die Leute sind gut drauf und es macht Spaß. Und ich meine, dass es da jetzt so ein paar organisatorische Sachen gab vor der E-Dressur. Mein Gott, das passiert, das ist ja kein Profi-Event und fand ich gar nicht schlimm. Und was ich total süß fand, was ich nochmal kurz erwähnen wollte, letztes Jahr bin ich ja mit Gangster Dritte geworden, mit super vielen Fehlerpunkten in diesem E-Springen, einfach nur, weil es drei Starter gab und weil ich durchgekommen bin durch die erste Runde. Und ich wusste damals nicht, dass es dafür auch einen Pokal gibt, deswegen habe ich den da vergessen. Und die hatten mir dann sogar noch geschrieben, dass der da noch ist. Und das war aber dann einfach super schwierig, dann nochmal jetzt hinzufahren, nur um diesen Pokal abzuholen, weshalb wir das auch einfach dann aus den Augen verloren haben. Und die haben den das ganze Jahr aufgehoben und haben ihn mir dieses Jahr noch gegeben, zusammen mit dem Sachpreis. Hat mich so gefreut. Ich fand das so süß einfach nur, dass die sich die Mühe gemacht haben, das wirklich ein Jahr lang aufzuheben, in der Hoffnung, dass ich wiederkomme nach einem Jahr und sich dann auch noch so weit an mich erinnert haben, dass sie wussten, ich bin diejenige, der sie es geben müssen. Also fand ich richtig cool. Wir werden nächstes Jahr definitiv auch wieder da sein. Dann haben wir auch den großen Transporter, also den haben wir jetzt schon, aber dann können wir noch mehr Pferde mitnehmen. Und ja, deswegen würde ich nur sagen, dass es eins meiner absoluten Lieblingsturniere dieses Jahr ist. Und das war auch noch sehr, sehr schleifenreich für mich. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt ihm einen dicken Daumen hoch. Seid nicht so hart mit mir in den Kommentaren, aber schreibt mir gerne Tipps rein, wie ich vielleicht Quintino etwas ruhiger kriegen kann in den E-Dressuren, wie ich da vielleicht auch mit meinem Sitz noch ein bisschen besser einwirken kann, was ihr so denkt. Und ja, schreibt mir auch gerne, was ihr über seine Springentwicklung denkt. Ich bin sehr, sehr happy. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!